So, ich bin unterwegs zum nächsten Windpark, dem Windpark Kambacher Eck. Sehr schön gelegen hier auf dieser Anhöhe zwischen dem Schuttertal, das sich am Fuße der G-Anlagen erstreckt, und dem Kinzigtal, wo ich jetzt schon öfters unterwegs war, zum Windpark Hohenlohen. Ja, hier stehen vier Enercon E115, 149 Meter Nabenhöhe. Hier sieht man drei und da drüben ist die vierte. Ja, das ist der erste Windpark, den Badenova hier im Raum Südbaden errichtet hat. Errichtet 2015-16. Also 2015 ging es los und 2016 gingen die Anlagen dann ans Netz. Ja, und der Park hat super Erträge. Liegen deutlich über dem Planwert. 2020 war ja generell ein sehr windreiches Jahr, aber die Anlagen hatten schon 6 Wochen vor Jahresende ihren Planwert erreicht. Also die laufen echt super gut, sehr guter Standort hier. Sieht auch wieder echt schön aus mit dem blauen Himmel und wie die Anlagen hier so aus dem Wald gucken. Ja, ein bisschen muss ich noch strampeln, bis ich oben bin, aber das wird sich auf jeden Fall lohnen. Das Wetter ist Bombe. Richtig cooler Windpark. Ja, dann sehen wir uns gleich, wenn ich oben bin. So, ich bin jetzt hier auf dem Kambacher Eck angekommen. Oberschenkel brennen zwar wie Feuer. Es war jetzt doch steiler hier hoch, als ich gedacht habe. Aber no pain, no gain, sage ich immer. Es hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt. Einfach geiles Wetter und echt schöner Windpark. Super schön gelegen hier. Stehe hier in der Nähe von Anlage 1. Auch heute wieder super Windbedingungen. Laufen richtig gut die Anlagen. Setzen ihre gute Bilanz vom letzten Jahr fort. Und die E115 ist auch einfach eine richtig geile Anlage. Ich finde das Design auch schön mit dem einfachen roten Streifen und dem Badenova-Logo. Liebe Grüße an Badenova an dieser Stelle. Und hier hinten stehen dann die anderen drei Anlagen. Ist immer schön mit dem Wald dazu. Finde ich echt immer ein tolles Motiv. Ja, das war der erste Windpark, den Badenova hier in Südbaden gebaut hat. 2016 und auch, meine ich, einen der ersten E115, die hier im Schwarzwald gebaut wurden. Danach kam ja dann noch jede Menge andere, Brechtaler Schanze, Nilkopf, Langenhardt, Hornberg. Videos dazu gibt es ja auf meinem Kanal dazu. Aber das hier waren so die ersten. Ja, ich werde gleich auch nochmal mit der Drohne hochsteigen, freue ich mich schon drauf. Das werden super geile Aufnahmen bei dem Wetter. So, jetzt stehe ich nochmal direkt unterhalb von dem Riese. Das ist auch echt ein tolles Bild mit dem blauen Himmel. Da könnte ich echt den ganzen Tag stehen und zuschauen. Ich finde das so ein geiles Geräusch, so beruhigend, wenn die Rotorblätter so vorbeizischen. Viele Leute würden mir da wahrscheinlich massiv widersprechen und mich als Freak erklären, aber ich stehe dazu. Ja, der Turm ist auch echt beeindruckend. Von den Ausmaßen her finde ich den wesentlich beeindruckender als den neuen Max-Bögel-Turm, auch wenn er 10 Meter kleiner ist. Und die E115 ist einfach eine richtig tolle Anlage, echt eine meiner Lieblingsanlagen. Ja, hier vorne am Turm gibt es nochmal eine ziemlich coole Infotafel mit Display, wo die momentane Leistung des Windparks angezeigt wird, sowie was er bisher geleistet hat. Und momentan produziert er 8640 kW, also ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wenn alle vier Anlagen auf Volllast laufen würden, wären es 15.000 kW. Ja, und bisher hat er 135.979 Megawattstunden erzielt.
Ja, jährlicher Stromertrag sind 28 Millionen Kilowatt. Schon eine ganze Menge. Ja, was ich auch cool finde, an jeder Anlage ist noch so eine kleine Infotafel, wann sie in Betrieb ging. Die hier ging am 19. Mai 2016 in Betrieb. Also jetzt bald, ja, fast 5 Jahre. Hier drüben sieht man nochmal die anderen beiden Anlagen, die erste und die zweite. An der ersten steht März 2016. Und ganz hinten an der südlichsten steht Juni 2016, also nehme ich auch an, dass das die Reihenfolge war, in der sie dann auch in Betrieb gegangen sind und wahrscheinlich auch aufgebaut wurden. So, ich befinde mich jetzt hier in der Nähe des Soothofes, einer Ausflugsgaststätte hier unweit des Windparks. Von hier aus sieht man die Anlagen nochmal schön aus der anderen Richtung. Ja, hier ist noch eine fünfte Anlage geplant, auch von Badenova. Direkt oberhalb des Hofes auf dem Kallenwald, ca. 500 Meter oberhalb, eine Enercon E138. EP3, E2. Die Genehmigung für die Anlage wurde bereits erteilt, schon vor einem Jahr, im Februar 2020. Allerdings wird die Anlage momentan beklagt. Die Bewohner des Hofes fürchten eine Umzingelung von Anlagen, zu große Schallemissionen, optisch bedrängende Wirkung. Die Anlage würde sich auch im Sichtfeld einer Burg befinden, die etwas weiter nördlich im Kinzigtal liegt. Genau, ich weiß jetzt leider nicht, wie der momentane Stand in diesem Disput ist. Ich schätze mal nicht, wenn der nicht bestünde, dann würde es wahrscheinlich schon bald mit dem Bau der Anlage losgehen. Oder sie würde sich schon im Bau befinden. Ja, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Ursprünglich waren 3 kleinere Anlagen geplant. Ich schätze auch mal 3 E115, wie hier auf dem Kambacher Eck. Und dann hat man sich entschieden, eine leistungsstärkere Anlage zu bauen. Ja, abwarten, wie es da weitergeht. Hier hat man nochmal einen schönen Rundumblick. Hier hinten sieht man auch den Windpark Südliche Ortenau mit den G-Anlagen aus meinem letzten Video. Und hier weiter hinten, da ist die E101 in Schweighausen. Und ganz hinten am Horizont sieht man auch den Windpark Biederbach. Ja, hier zum Abschluss nochmal ein wunderschöner Blick Richtung Kinzigtal. Hier sieht man den Brandenkopf. Da war ich ja auch schon mal. Hier im Vordergrund die beiden E115 auf dem Nilkopf. Hinten dran dann die Tacke TW600 und die E58 und der Brandenkopfturm. Ja, und hier weiter rechts sieht man auch den Windpark Hohenlochen, den Badenova gerade baut. Da gibt es ja schon einige Videos auf meinem Kanal dazu. Hier sieht man die erste Anlage. Mittlerweile steht auch die zweite. Und die dritte befindet sich gerade im Aufbau. Also da hat sich in der Zwischenzeit wieder ein bisschen was getan. Ja, wird auf jeden Fall auch bald wieder ein Video geben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne wieder Kommentare schreiben, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Video.
wasted. My heart grows heavy. Don't taste me rushing. Keep your words naked. You got me blushing. My heart grows heavy.